Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte euch in meinem heutigen Video noch gerne einen neuen Concealer vorstellen, denn ich habe euch in einem meiner letzten Videos die Produkte gezeigt, die Purish mir kostenlos zur Verfügung gestellt hat, um sie euch einmal zu zeigen. Und zwar hatte ich mir unter anderem auch noch von Nabla den Regeneration Concealer ausgesucht. In der Farbe Ivory. Und ich habe euch ja noch ein Video damit versprochen. Und das möchte ich gerne heute nachholen. Ich habe mir den ausgesucht. Also erstmal finde ich auch dieses Packaging alleine wunderhübsch. Das ist ein Creme-Concealer. Der soll... Was sagt Nabla denn dazu? Gibt es da irgendwo was in Deutsch? Nein, steht alles in Englisch. Naja. Es ist ein Uplifting Creamy Concealer. Ich möchte den euch gerne einmal zeigen und wir tragen den heute das erste Mal gemeinsam auf. Ich habe ihn vorher noch nicht genutzt und ich wollte mich jetzt gerade ein bisschen fertig machen. Ich muss gleich nochmal ganz flott einkaufen gehen. Von daher habe ich gedacht, machen wir das einmal zusammen. Ich nutze den Moment und ja, wir testen den nochmal aus. Ich habe mir passend dazu von Nabla den Skin Realist Tinted Balm aufgetragen. Ich habe ihn in der Farbe 2 Light. Der hat sich jetzt auch schon ganz gut gesetzt. Der hat so eine leichte Deckkraft. Das ist halt mehr so eine Pflege, die getönt ist. Mir gefällt der sehr, sehr gut. Den bekommt ihr jedenfalls auch bei Purish. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mit dem Concealer an. Ich blende euch hier auch nochmal einen Rabattcode ein. Denn ich habe von Purish einen für euch zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, wenn ihr dort im Online-Shop fündig werdet und etwas kaufen möchtet, könnt ihr sehr gerne meinen Code benutzen, Steffi-Code 15. Damit spart ihr 15% und ich kann eine Kleinigkeit daran verdienen. Also somit könnt ihr mich quasi ebenfalls unterstützen, wenn ihr das mögt. So, also fangen wir an mit dem Concealer. Der hat hier vorne so einen kleinen Puschel dran. Jetzt wollen wir einmal schauen, wie weit wir drehen müssen, dass da was rauskommt. Meistens ist ja der Anfang immer sehr lang, bis was kommt. Ich will jetzt auch nicht zu viel drehen. Den tragen wir uns jetzt einmal so ein bisschen hier vorne nur auf. Ich finde auch der Ton, der ist okay. Also wie gesagt, ich habe ihn in der Farbe Ivory, das ist der zweithellste Ton gewesen. Und ich trage ihn mir jetzt nur hier vorne im Innenwinkel quasi auf und hier außen, wo ich so ein paar Verdunkelungen habe, so ein paar Fältchen. Und arbeite mir das Ganze mit einem feuchten Beauty-Schwämmchen ein. Und der lässt sich auf jeden Fall sehr gut einarbeiten. Ich trage mir das erstmal hier so auf und den Rest, den ich dann an meinem Schwänchen habe, den verteile ich mir dann so komplett am Auge entlang. Ich hole euch nochmal so ein kleines Stückchen dichter ran, damit ihr auch noch ein bisschen mehr sehen könnt. Ja. Also wie gesagt, der lässt sich sehr schön einarbeiten. Und ich finde auch, muss mal eben schauen, der hinterlässt jetzt keine Trockenheitsfältchen. Das finde ich auch immer noch mal so ganz wichtig, dass er sich da nicht so in die Fältchen legt. Hat man ja auch manchmal so trockene Concealer, die die Haut sofort beim Auftragen austrocknen. Und gerade wenn man schon so ein paar Fältchen hat, wie ich jetzt zum Beispiel, dann betont das ja nur noch umso mehr. Von daher beim Concealer immer ein bisschen sparsamer mit umgehen. Wir tragen uns den am besten auch einmal aufs Lid auf. Ich werde den heute dann mal als Lidschattenbase quasi benutzen, um zu schauen, ob das ebenfalls funktioniert. Und den arbeite ich mir dann auch so ein bisschen mit dem Schwämmchen ein. Auf jeden Fall habe ich den richtigen Farbton gewählt. Ja,
Das gefällt mir so ganz gut. Ich habe hier auch nochmal so ein paar kleine Pickelchen. Also, ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Da und da. Ja. Die lassen sich auch leicht abdecken. Also ist jetzt nicht Full Coverage, aber das ist okay so. Den Rest macht dann gleich das Puder. Okay, also der Concealer gefällt mir schon mal auf den ersten Blick ganz gut. Den werde ich auf jeden Fall weiterhin testen. Ja, über das Aussehen brauchen wir gar nicht sprechen, oder? Da habt ihr auf jeden Fall auch was in der Hand. Der ist auf jeden Fall hochwertig. Der ist etwas schwerer. Der ist jetzt nicht so leicht, wie als hättet ihr irgendwie so einen günstigen aus der Drogerie in der Hand. Also auf jeden Fall sehr hübsch anzusehen. Und das ist auch schon ein ordentliches Ding, würde ich sagen. Wie viel haben wir da drin? 3,5 Milliliter. 3,5 Milliliter sollen da drin sein. Also der gefällt mir so auf den ersten Eindruck her schon mal ganz gut. Gut, ich pudere mir einmal ein bisschen das Gesicht ab. Und zwar hauptsächlich in der T-Zone. Dafür nehme ich hier einfach mein Puder von L'Oreal, das Perfect Match. Da gebe ich mir einfach jetzt nur so ein bisschen von in die T-Zone und auch ein bisschen unter das Auge vom Concealer. Dann gebe ich mir einen Blush auf. Da habe ich hier von Essence den Blushleiter. Das heißt, da habe ich gleich einen Highlighter mit dabei. Den trage ich mir hier schön ziemlich weit oben auf. Einfach so ein bisschen Frische im Gesicht und setze mir den Highlighter gleich nochmal so ein bisschen mit extra so daneben. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen, ne? Soll jetzt auch nur so ganz leicht einmal werden. Ja, nichts Großartiges, Besonderes, einfach so ein bisschen eben, dass ich jetzt so mal eben einkaufen gehen kann, bisschen raus, bisschen frisch aussehe, muss ja eh gleich wieder eine Maske aufsetzen. Als Bronzer nehme ich hier heute mal von Maybelline den Dream Sun Bronzer in der Farbe 02 Golden Soleil. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Den trage ich mir auf jeden Fall auch einmal auf. Den verblende ich mir hier so ein bisschen mit dem Blush zusammen. Auch ganz leicht. Ich habe hier extra so einen ganz fluffigen Pinsel, dass es schön leicht aufzutragen geht und einfach nicht zu viel ist. Je fester gebundener eure Pinsel sind natürlich, umso mehr tragt ihr euch auf. Und je lockerer die sind und fluffiger, desto dezenter wird das Ganze. Damit das auf den Augen nicht ganz so trostlos und langweilig bleibt, machen wir eine ganz, ganz klitzekleinigkeit aufs Auge. Und zwar habe ich mir dazu ebenfalls von Nabla eine Lidschattenpalette aus meiner Sammlung rausgesucht. Die hatte ich mir im Sale gekauft. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das ist die Secret Palette. Ich finde dieses Packaging auch so, so wunderschön. Also die ist wirklich, die ist echt ein Träumchen. Die ist so hübsch. Und auch von innen, ihr habt einen großen Spiegel. Und hier sind die Farben. Also da ist auch quasi für Alltag oder auch ein bisschen was Besonderes mit dabei. Und wir machen jetzt einfach so einen ganz leichten Alltagslook. Dafür nehme ich mir einfach so einen fluffigen Blendepinsel und gehe einfach mal hier in die Farbe Ghibli. Das ist hier so ein helles Lattebraun. So ein Milchkaffee. Und den gebe ich mir jetzt einfach so ein bisschen in die Lidfalte. Den tue ich mir auch ganz ordentlich verblenden, weil, wie gesagt, das soll nur was ganz Leichtes werden. Und die Lidschatten sind so mega gut pigmentiert. Also
Das muss jetzt auch nicht so ganz ordentlich werden. Einfach wichtig ist, dass ihr das ordentlich verblendet. Das ist jetzt halt eben so ein leichter Alltagslook. Wenn ihr mal bei Purish im Online-Shop schaut, die haben ja sehr, sehr viel von Nabla. Und ich bin ein riesengroßer Nabla-Fan geworden. Seit ich diesen Skin Realist mir schon damals geholt hatte, ich bin total begeistert von dem. Und jetzt auch mit dieser Lidschattenpalette. Wahnsinn. Nabla hat noch so, so viele tolle Produkte, die ich so gerne mal testen möchte. Und ja, die haben auf jeden Fall eine ganze Reihe bei Purish. Da könnt ihr ganz viel finden, entdecken. Und ja, jetzt gebe ich mir einfach nochmal so als Highlight so in dem inneren Augenwinkel so, so einen hellen Champagnerton. Das ist hier dieser Ton hier vorne. Das ist die Farbe I Promise. Den trage ich mir einfach so ein bisschen im inneren Augenwinkel auf. Einfach für so einen kleinen, ja, ich glaube, das kann man so ganz gut. Könnt ihr das sehen? Nein, natürlich nicht, weil hier gerade wieder so die Sonne reinscheint und ich das hier gerade wieder alles so ein bisschen abdunkeln musste, sonst würde man hier gar nichts sehen. Wir probieren das gleich einfach nochmal, wenn ich fertig bin. Aber das ist so ein richtig schöner, heller Champagnerton, der so einen richtig schönen, aufhellenden Effekt einfach gibt. Den kann man sich auch noch so ein kleines bisschen unter dem Braunbogen aufgeben. Einfach um das hier nach oben hin so ein bisschen zu liften. Damit die Augenbraue einfach so ein bisschen, damit das Auge einfach so ein bisschen größer wirkt. Einfach so ein bisschen was unter die Braue geben. Okay, dann gebe ich mir jetzt nochmal hier auf mein bewegliches Lid so einen Schimmerton. Ich finde den hier auch total schön. Das ist die Farbe Hyper Sensual. Das ist ein etwas, wie soll ich sagen? Der ist, oh wow. Schau mal bitte, könnt ihr das sehen? Da ist er. Das ist ein richtig, richtig hübscher Ton. Und den gebe ich mir jetzt einfach mal aufs Lid. Mit dem Finger am besten auch. Ja, das wirkt auch schön, nicht zu extrem. Also ist eine hübsche Idee für den Alltag. Für jetzt mal eben schnell. Auch easy gemacht. Also diese Secret Palette, ich muss mal schauen, wenn es die noch gibt, werde ich euch die auf jeden Fall einmal in der Infobox verlinken. Und sowieso auch den Tinted Balm, die Produkte, die ich jetzt hier benutzt habe von Nabla, die werde ich euch auf jeden Fall auch einmal in der Infobox verlinken. Okay, dann möchte ich sehr gerne mir noch einen braunen Lidstrich ziehen. Dafür eignet sich hier auch dieser braune, das ist so ein dunkles Schokobraun. Und ich mache das ja sehr gerne mit so einem, mit diesen Schwämmchen-Applikatoren. Ich habe jetzt natürlich keinen hier. Dann nehme ich einfach einen Eyeliner-Pinsel. Der tut's auch. Von Essence ist der. Da ziehe ich mir einfach so ein klein bisschen den Wimpernkranz nach. Einfach um den so ein bisschen zu verdichten. Und ich finde, das kann man auch immer richtig gut mit Lidschatten machen. Dann sieht das einfach so ein bisschen auch natürlicher aus, nicht so extrem. Und wenn ihr dann halt so einen schön gut pigmentierten Lidschatten habt, dann lässt sich das sehr gut auftragen. Und ich finde, ich muss mal hier ein bisschen mehr Licht machen, einen Moment. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt so ein bisschen im Tageslicht sehen. Wenn nicht, dann werde ich es wieder rausschneiden. Ich finde, man kann den Unterschied so ganz gut erkennen. Das ist ohne, das ist mit Wimpernkranzverdichtung. Ja. So, okay, dann werde ich mir jetzt nochmal eben rasch das andere Auge machen. Dann werde ich jetzt mir noch einmal rasch die Wimpern und die Augenbrauen machen und dann sehen wir uns gleich noch einmal zum Fazit wieder.
Wimpern sind fertig, Augenbrauen sind soweit gemacht. Da habe ich einfach ein Augenbrauenpuder benutzt, einfach um sie so ein bisschen aufzufüllen. Jetzt fehlen nur noch die Lippen. Und ich habe ein richtig, richtig tolles Lippenprodukt, was ich euch zeigen möchte. Das habe ich euch in meinem letzten Video dazu schon gezeigt. Und zwar habe ich das ebenfalls von Purish. Das ist von Dose of Colors, dieser Stay Glossy. Das ist dieser Ton hier. Das ist die Farbe Almond Butter. Das ist so ein schöner Ton und meine Lippen sind gerade echt trocken. Und das ist eine ganz, ganz tolle Pflege, ein toller Gloss, eine wunderschöne, helle, dezente Farbe. Und ja, den trage ich mir jetzt einmal auf und dann werdet ihr das Ergebnis selbst sehen. Und könnt ja selbst entscheiden, wie er euch gefällt. Was sagt ihr? Ich habe gleich das Gefühl, dass meine Lippen schon gleich viel gepflegter wirken. Also diese Trockenheit ist sofort weg. Ja, ganz, ganz tolles Lippenprodukt. Ich finde den mega klasse. Die Farbe ist wirklich perfekt für den Alltag. Wunder, wunderschön. Und ja, was sagt ihr zum Look? Mir gefällt es ganz gut. Für den Alltag total easy. Ich zoome euch nochmal eben kurz ein bisschen raus wieder. So. Okay, da bin ich wieder. Also, ja, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Ich werde euch die Produkte, die ich jetzt benutzt habe, auf jeden Fall einmal in der Infobox verlinken, soweit ich alles finde. Dieser Concealer hat mir jetzt im ersten Moment sehr gut gefallen. Ich werde den auf jeden Fall weiter testen und euch auch auf dem Laufenden halten. Den gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Ich muss mal schauen. Ich glaube, das waren 12 Shades oder so. Ich werde euch das auf jeden Fall nochmal mit reinschreiben. Und ja, dann, wie gesagt, die Lidschattenpalette. Ich hoffe, sie gibt es noch, dann werde ich sie euch auch verlinken. Das ist eine ganz, ganz tolle Palette, wo ihr einfach so verschiedene Möglichkeiten mit habt. Ja, toll für den Alltag, toll, um irgendwie was Besonderes zu machen. Und ja, ganz, ganz klarer Favorit von mir, definitiv auch dieser Lipgloss von Dose of Colors. Der riecht erstmal wunderbar, der riecht wundervoll und die Farbe, ich habe mich so verliebt. Gleich beim ersten Nutzen. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich euch jetzt einmal die Produkte zeigen konnte. Wie gesagt, ich werde euch das alles einmal in der Infobox verlinken und nutzt sehr gerne meinen Rabattcode, wenn ihr mögt, Steffi-Code 15. Den werde ich euch auch nochmal einschreiben. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. So. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch jetzt sehr gerne einmal nach an dieser Stelle. Und ich freue mich, wenn du bei meinem nächsten Video wieder mit einschaltest. Bis dahin wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Mua. Tschüss. Und ich werde jetzt erstmal einkaufen gehen.